Sagen Sie noch Ihre Meinung oder schlucken Sie schon runter, was Sie wirklich denken, weil Sie Angst haben vor den Konsequenzen? Im zweiten Fall, da gehören Sie zur Mehrheit, denn nur noch 48% der Deutschen, die sprechen aus, was sie wirklich meinen. Und diese Zahl, die finde ich erschütternd, darüber müssen wir einmal reden. Mein Name ist Martin Wehle, ich bin Autor des aktuellen Spiegel-Bestsellers »Wenn jeder dich mag, nimmt keiner dich ernst« und ich habe die 365-Tage-Challenge gegründet, die Sie jeden Tag des Jahres so auf Kurs hält, dass Sie Ihre größten Wünsche endlich verwirklichen können. Link zu den Testtagen unter diesem Video. Was ist passiert, als ich meine Meinung sagte? Was ist passiert, als ich in der Corona-Krise dafür eintrat, die demokratischen Grundrechte nicht auf dem Altar der Pandemiebekämpfung zu opfern? Was ist mir passiert, als ich die deutschen Politiker davor warnte, den Krieg in der Ukraine durch schwere Waffen anzuheizen, statt die diplomatischen Bemühungen zu verstärken? Was ist mir passiert, als ich meinen Journalistenkollegen zugerufen habe, dass es in den Medien zu viel Einheitsmeinung und zu wenig eigenständiges Denken gibt? Ich zitiere mal eine kritische Mail, die ich bekommen habe. Sehr geehrter Herr Wehle, ich finde es unsäglich, dass Sie sich als Karriereberater in Themen einmischen, von denen Sie nun wirklich nichts verstehen. Bleiben Sie bei dem, was Sie können, beraten Sie zum Beispiel Bewerber, aber halten Sie sich bitte raus aus den politischen Debatten, denn dabei blamieren Sie sich nur und Sie rücken sich selbst in ein unseriöses Licht. Zitat Ende. Diesen Spruch, den habe ich immer wieder gehört, nach dem Motto, Schuster, bleib bei deinem Leisten. Genau das haben viele Menschen in Deutschland erlebt. Sie haben ihre Meinung gesagt, mal laut, mal leise, mal im Freundeskreis, mal bei der Arbeit. Aber wenn ihre Meinung von dem abwich, was die anderen dachten, kamen als Rückmeldungen Sätze wie »Sei bloß vorsichtig damit, die Corona-Maßnahmen zu kritisieren, sonst giltst du bald noch als Querdenker« oder »Ich würde die Waffenlieferungen an die Ukraine nicht so scharf ablehnen, sonst singst du in einem Chor mit den Putin-Freunden.« Oder »Lass deine Kritik an den Medien besser sein, oder willst du auch zu den Antidemokraten gehören, die laut dem Begriff Lügenpresse in die Landschaft krakeelen?« Ich werde gleich zurückkommen auf den Spruch »Schuster, bleib bei deinen Leisten« und ich werde Ihnen auch sagen, warum dieser Spruch zutiefst undemokratisch ist. Wenn wir so denken, dann können wir unsere Demokratie beerdigen und an erster Stelle die Meinungsfreiheit. Aber vorher zu den gerade genannten Angriffen, denen jeder ausgesetzt ist, der seine Meinung frei sagt. Das Muster, das ist immer dasselbe. Zwar dürfen Sie Ihre Meinung frei sagen, niemand hält Ihnen den Mund zu oder hetzt Ihnen die Polizei auf den Hals. Aber wenn Sie dieses Recht in Anspruch nehmen, dann, so wird Ihnen zu verstehen gegeben, dann verabschieden Sie sich aus dem Kreis, aus der Gemeinschaft der Demokraten, dann werden Sie zum Querdenker, zum Putin-Freund, zum Lügepressenhetzer erklärt. Der Metatext zwischen den Zeilen lautet also, die Meinung, die du da vertrittst, die darfst du nicht vertreten. Sonst bist du unten durch bei den vernünftigen Menschen, sonst bist du aus dem Kreis derer verabschiedet. Und jetzt sind wir bei der Erklärung, warum die Mehrheit der Deutschen laut dem Allensbach-Freiheitsindex von 2022 ihre Meinung nicht mehr sagt. Die Menschen, die haben Angst, dass sie in eine falsche Ecke gerückt werden. So schnell kann man gar nicht schauen, wie man in dieser aufgeheizten Zeit als Nazi bezeichnet, als Querdenker verleumdet oder als Putin-Freund gebrandmarkt wird. Auch wenn man ein Freund dieser Demokratie ist. Mit solchen Begriffskeulen wird die Meinungsfreiheit erschlagen. Mit solchen Begriffskeulen werden Menschen eingeschüchtert. Mit solchen Begriffskeulen wird der demokratische Diskurs aus dem Land gedrückt und geprügelt. Das ist einer der Gründe, warum mein neues Buch »Wenn jeder dich mag, nimmt keiner dich ernst« den Untertitel trägt »Sagen, was man denkt, bekommen, was einem zusteht«. In diesem Buch, da zeige ich Ihnen, wie Sie Ihre Meinung sagen und sich selber treu bleiben, und zwar auch bei Gegenwind. Ich sage Ihnen gleich, was wir tun müssen, damit die Meinungsfreiheit wieder eine praktische Freiheit in unserem Lande wird, statt nur eine Papierblüte zu sein. Vorher gehe ich auf den Satz ein, den ich gerade zitiert habe, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Das heißt, übersetzt doch, ein Karriereberater, der darf nur über Karriere sprechen.
oder auf andere Berufe übertragen. Ein Bäcker, der darf nur übers Backen sprechen. Ein Fernfahrer, der darf nur übers Fernfahren sprechen. Eine Betriebswirtin, die darf nur über Betriebswirtschaft sprechen. Und eine Serviererin, die darf nur über Servieren sprechen. Das ist das Gegenteil von Demokratie. Demokratie bedeutet, dass jeder in diesem Land eine Stimme hat, die genauso viel zählt wie die des anderen. Demokratie bedeutet, dass sich jeder in diesem Land äußern darf zu politischen Fragen, ob er für oder gegen die Waffenlieferungen an die Ukraine ist, ob er für oder gegen das Heizungsgesetz ist, für oder gegen die aktuelle Regierungskoalition. Das ist doch der Kern der Demokratie, der Kern der Meinungsfreiheit, dass man sich nicht erst ein Zertifikat erwerben muss, um den Mund aufmachen zu dürfen, sondern dass das jeder darf. Denn lassen Sie uns den Gedanken zum Ende führen. Wenn man nur noch über seinen Beruf sprechen darf, ich also nur noch über Karriere, weil ich Karriereberater bin, und Sie nur noch über Ihren Beruf, weil Sie diesen Beruf ausüben, wer darf dann noch über Politik sprechen? Völlig klar, dann dürfen nur noch Politiker über Politik sprechen. Denn die sind dafür qualifiziert und alle anderen, die müssen die Klappe halten, die müssen schweigen. Dann trägt das Volk einen Maulkorb und die Politik, die trägt die Verantwortung. Ist das Demokratie? Oder noch weiter gedacht, vielleicht muss man sogar Fachpolitiker sein, um sich zu einem Fachthema noch äußern zu dürfen. Das bedeutet, über den Ukraine-Krieg darf dann nur noch ein Verteidigungspolitiker sprechen, während der Sozialpolitiker bitteschön seine Klappe zu halten hat. Und über die Corona-Maßnahmen dürfen dann nur noch Gesundheitspolitiker sprechen, während zum Beispiel Wirtschaftspolitiker ihre Klappe zu halten haben. Und über die Armut in Deutschland dürfen dann nur noch Sozialpolitiker sprechen, während alle anderen zu schweigen haben. Und erst recht schweigen müssen die Bürger in diesem Land, da Automechaniker ja nur über Autos, Tischler nur über Tische und Friseurinnen ja nur über Frisuren reden dürfen. Ist das Demokratie? Nein, das wäre eine Demokratur. Hallo Freunde, geht's noch? Der Satz Schuster, bleib bei deinen Leisten, der darf sich durchaus auf fachliche Themen beziehen. Ich als Karriereberater, ich werde mich zurückhalten, wenn es zum Beispiel um Atomphysik geht, denn davon verstehe ich nichts. Aber wenn es um die Grundlage meines eigenen Lebens und des Lebens in diesem Lande geht, wenn es um diese Demokratie geht, dann darf und dann muss ich mich als engagierter Demokrat zu Wort melden. Ich finde es so ungeheuer wichtig, dass wir das Feld der Politik nicht nur Berufspolitikern überlassen. Und ich wünsche mir so sehr, dass in der politischen Debatte viel mehr Menschen mit ganz normalen Berufen mitsprechen können und dass die auch in den Bundestag gewählt werden und dass die dort Politik mitbestimmen können. Es gibt so große Berufsgruppen, die im Moment im Bundestag vollkommen unterrepräsentiert sind. Sie werden im Parlament, schauen Sie nach, in den Berufen kaum einen Fernfahrer finden, kaum eine Serviererin finden, kaum einen Leiharbeiter, kaum eine Verkäuferin, kaum einen Müllmann, kaum einen Rentner und Sie finden erst recht keinen Arbeitslosen. Es gibt große, große Gruppen der Bevölkerung, die in diesem Land fast keine Stimme, fast keine Repräsentanz haben. Und wenn man diese Menschen jetzt auch noch einschränkt, wenn man ihnen zuruft, dass sie in der politischen Debatte den Mund halten sollen, Schuster, bleib bei deinen Leisten, dann kann der Laden unserer Demokratie dicht machen. Ich wünsche mir, dass Menschen nicht seltener, sondern öfter ihre Meinung sagen. Ich wünsche mir, dass niemand seine Meinung runterschlucken muss, auch wenn sie von der Mehrheitsmeinung abweicht. Es ist ein Zeichen von Lebendigkeit für eine Demokratie, wenn auf der Wiese der Meinungen nicht nur eine Blumensorte blüht, sondern wenn es dort bunt, wenn es dort sehr vielfältig aussieht. Je mehr Meinungen wir in einer Debatte hören, desto größer ist die Chance, dass am Ende jeder Standpunkt zum Tragen kommt und dass bei Entscheidungen mehr Stimmen berücksichtigt werden. Demokratie besteht nicht darin, dass man sich nur noch zu seinem Beruf äußern darf. Demokratie besteht auch nicht darin, dass man nur noch sagen darf, was alle anderen auch sagen. Nein, Demokratie, das bedeutet, dass jeder eingeladen ist, seine politische und gesellschaftliche Meinung zu äußern. Und zwar gerade dann, wenn er eine Sache anders als die Mehrheit sieht. Und wenn ein Karriereberater sich zur Politik äußert, oder eine Verkäuferin oder ein Ingenieur.
dann spricht das nicht gegen diese Menschen, sondern es spricht absolut für sie. Denn wem unsere Demokratie wirklich am Herzen liegt, der muss mitreden, statt sich in Schweigen zu hüllen oder die Politiker hinter ihrem Rücken zu kritisieren. Jetzt könnten Sie mich natürlich fragen, aber geht dieser Standpunkt denn nicht mit einer großen Gefahr einher? Der Gefahr, dass wir in einer Debatte viele dumme, viele unqualifizierte Standpunkte hören? Darauf habe ich zwei Antworten. Erstens, wir müssen vorsichtig sein, dass wir Standpunkte nicht nur deshalb als dumm oder unqualifiziert bezeichnen, nur weil sie von unserer eigenen Position abweichen. Denn genau das ist in der Corona-Debatte ständig passiert und wir erleben es jetzt wieder beim Ukraine-Krieg. Und zweitens, die Demokratie, die beinhaltet das Recht, auch dumme Dinge sagen zu dürfen, auch falsche, auch abwegige. Vielleicht braucht es solche dummen Aussagen sogar in einer Debatte, damit wir daneben die klügeren Aussagen deutlicher erkennen, so wie es Regentage braucht, damit wir den Sonnenschein so richtig genießen und schätzen können. Außerdem bin ich der Meinung, dass jeder von uns gelegentlich Dummheiten von sich gibt, mich selbst nicht ausgenommen. Also Mensch sein, das beinhaltet auch dumm sein und niemand ist rund um die Uhr klug. Wir müssen es also ertragen, wenn jemand einen Standpunkt vertritt, den wir für dumm oder für falsch halten. Idealerweise sehen wir das sogar als Lebenszeichen für unsere Demokratie, statt sofort mit dem Finger auf den anderen zu zeigen. Und was ist mit extremen Standpunkten, könnten Sie fragen? Ich sage Ihnen jetzt, wo ich die Grenze sehe. Wenn jemand mit seinen Äußerungen andere beleidigt oder diffamiert, dann ist das keine Meinungsfreiheit, sondern dann ist das eine Beleidigung oder eine Diffamierung. Und wenn jemand abstreitet, dass es den Holocaust gegeben hat, dann ist das keine Meinungsfreiheit, sondern dann ist das eine historische Lüge. Und wenn jemand dazu auffordert, einen Politiker aufzuhängen, ein Flüchtlingsheim anzuzünden oder einen Polizisten zu verprügeln, dann ist das keine Meinungsfreiheit, sondern das ist die Aufforderung zu einer Straftat. Für solche Fälle gilt das, was die erste weibliche Friedensnobelpreisträgerin Bertha von Suttner gesagt und mein politischer Mentor, der Schriftsteller und Emigrant Frederik W. Nielsen, oft zitiert hat. Toleranz gegen Intolerante ist keine Tugend, sondern Selbstmord. Aber in allen anderen Fällen kann ich Ihnen nur sagen, lassen Sie uns abweichende Meinungen wieder begrüßen. Lassen Sie uns den Begriff Querdenker wieder so definieren, wie er vor der Corona-Pandemie definiert war, als eine Auszeichnung für einen Menschen, der nicht die Gedanken anderer einfach nur nachplappert, sondern der sich originelle Gedanken macht. Wir brauchen mehr Menschen, die eigene Denkwege gehen und die auch den Mut haben, den Mund aufzumachen. Erst wenn jeder sagen kann, was er denkt, ohne dafür gesellschaftlich geächtet zu werden, erst dann in diesem Augenblick funktioniert unsere Meinungsfreiheit wieder so, wie es sich das Grundgesetz eigentlich vorgestellt hat. Dass nur noch 48% der Menschen in Deutschland ihre Meinung sagen, das darf kein Dauerzustand bleiben. Ich werde weiter dafür kämpfen, dass auch Menschen, die anders denken als ich, in diesem Land ihre Meinung sagen können, ohne damit aussortiert zu werden. Bitte kämpfen Sie an meiner Seite. Und jetzt schauen Sie unbedingt noch mein Video über die größte Medienlüge, die aufgeflogen ist. Sie werden staunen, was das ist. Klicken Sie das Video jetzt hier in der Infobox und wir blenden es auch gleich noch zum einfachen Anklicken ein. Noch eine persönliche Frage. Warum haben Sie dieses Video bis ans Ende geschaut? Offenbar sind Sie ein Mensch, der selber denkt, statt der Mehrheit hinterherzurennen. Und das finde ich sehr sympathisch. Aber eigenwillige Menschen, die haben es schwer in unserer konformen Gesellschaft. Oft laufen sie gegen Mauern. Haben auch Sie manchmal das Gefühl, Sie hätten mehr im Leben verdient, mehr Erfolg, mehr Anerkennung, mehr innere Zufriedenheit? Und suchen Sie nach einer Möglichkeit, doch noch alles zu erreichen, was Sie wirklich verdient haben, was Sie wirklich erreichen wollen? Ich stelle Ihnen einen fantastischen Weg vor, wie Sie das mit nur 3 Minuten Aufwand pro Tag schaffen können. Denn ich schenke Ihnen jetzt mein kostenloses Webinar, das 3-Minuten-Geheimnis. Dort stelle ich Ihnen eine wunderbare Methode vor, die ist kaum bekannt und die wird Ihnen mehr Zufriedenheit bringen,
mehr Erfolg und mehr Respekt ihrer Mitmenschen. Die Methode, die Sie hier kennenlernen, die kann Ihr Leben absolut verändern. Klicken Sie jetzt hier und sichern Sie sich mein Geschenk. Sichern Sie sich das kostenlose Webinar, das 3-Minuten-Geheimnis. Bleiben Sie mir treu, schauen Sie wieder vorbei. Ihr Martin Behrle.